Sonne ist schon vorbei, der Spaß ist schon zu Ende. Ja, wir sind ja jetzt nicht mehr an der Küste, sondern wir fahren ja Richtung Norden. Wir sind auch nicht mehr bei den Mauren, sondern jetzt sind wir bei den Römern. Ja, genau. Also wir stehen jetzt hier nämlich in Merida. Jawohl, Emerita Augusta, so hieß die Stadt bei der Gründung. Ja, aber das ist schon eine ganze Weile her, war nämlich schon vor Christus. Genau, und da erfährt man dann schon am Namen, wer es gegründet hat. Nämlich der Kaiser Augustus. Ja, genau. Und da gibt es jetzt hier noch einige Überbleibsel von diesen Bauwerken. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, und wenn ihr Lust habt auf altes Gemäuer, dann kommt einfach mit. Ja, aber ihr seht schon, Helle hat seine Jacke schon an. Ich muss meine nämlich noch anziehen. Wir haben heute, schau mal, zeig's mal hier. Ja. 11 Grad. Also zieht euch eine wärmere Jacke an, Badehose aus, wärmere Jacke an. Ja, und ach, Maske nicht vergessen. Na ja. Also, gehen wir, jetzt oder? Geht's los. Jo. Also wenn ich so eine Schlange irgendwo sehe, dann ist mein erster Gedanke Flucht. Aber meiner nicht. Jetzt sind wir da und jetzt gehen wir auch rein. Was muss, das muss. Wir können noch in Ruhe einen Kaffee trinken. Das dauert noch ein bisschen. Nur sie freut sich, sie wartet gerne. Naja, so lang wird es ja nicht sein. Geschafft! Ja, so tragisch war es ja auch schließlich gar nicht. Fenster, was ich. Ja, ja, ist erstaunlich, ja, was für eine Bühne das da ist. Also das hier scheint die Gladiatorenarena zu sein und so ein also das Durchschnittsalter von Gladiatoren waren so ca. 27 Jahre. Soll aber auch Gladiatoren gegeben haben, die das Rentenalter erreicht haben. Allerdings konnte ich jetzt nirgends feststellen, wie alt die da sein musste. Aber war bestimmt kein erstrebenswertes Leben. Also an einem Wochenende das zu besuchen, das ist nicht sehr empfehlenswert. Es ist ziemlich überlaufen. Und was wir feststellen, sind alles Spanier. Ja, ja, also ich denke, also 99% von den Besucher hier sind alle Spanier. Das scheint also ein sehr beliebtes Ausflugsziel zu sein. Wir haben heute Samstag und damit haben wir gar nicht gerechnet, dass halb Spanien sich hier aufhält. Ja, wir haben uns schon gestern gewundert, weil der Stellplatz, da sind wir gefragt, ob wir reserviert haben, haben wir gesagt, nein. Dann hat er gesagt, er ist voll. Aber ist dann gerade jemand rausgefahren und dann durfte man rein. Da haben wir uns schon etwas gewundert und es stehen auch lauter Spanier am Stellplatz. Also die kommen extra hierher von mehreren Landesteilen, um sich das alles anzuschauen. Ja,
Scheint also schon was Berühmtes zu sein. Ja. Wir können das gar nicht so schätzen, weil wir keine Erklärungen und nichts dazu haben. Ja, außer dass das eine römische Stadt ist. Ja. Ja, viele Erklärungen haben wir nicht. Es steht natürlich naturgemäß alles auf Spanisch hier und Englisch. Und okay, da können wir schon einiges uns zusammenreimen. Das klappt dann schon. Jetzt stehen wir beim Tempel der Diana. Diana. Und soweit ich weiß, ist das die Göttin der Jagd. So, und ich muss sagen, also das Merida, das ist, es hat was. Und wer gerne auf römischen Spuren wandelt, für den ist das eigentlich ein Muss, oder? Ja. Die ganze Stadt, das ist wie in Rom, da geht man und dann auf einmal ist eine Baulüge und da ist dann irgendwelche römischen Ausgrabungen drinnen, ja. Und es gibt dann auch mehrere Stationen, wo man mit Fahrrad oder zu Fuß hinmarschieren kann. Mhm. Das ist aber, also man kann sich den ganzen Tag beschäftigen, aber man sollte es nicht an einem Samstag oder Sonntag machen, denn es ist alles voll, das ist ein Familienausflug für die Spanier, oder? Ja, so sieht's aus, ja. Ja, also das ist am Wochenende nicht zu empfehlen, unter der Woche sicherlich ganz toll und sehr interessant, wenn man sehr an Römern interessiert ist. Ich bin's nicht so sehr. Ich sag jetzt nichts dazu, ich bin's nicht so sehr. Ich schaue mir das zwar ganz gern an, aber so studieren muss ich das nicht. Nee, studieren tun wir es ja halt, aber anschauen. Ja, genau. Wir schauen jetzt zum Aquädukt und dann, glaube ich, leiten wir schon den Rückzug wieder ein. Den römischen Rückzug. Ja. Seriously? Ja, aber das Städtle hier ist auch ganz schön. Aber es ist alles so eng. Hat alles auch Einbahnstraße, wo man mit dem Fahrrad ja, man braucht ein Navi, ja. Ja, und vor lauter gucken und machen, habe ich jetzt nicht einmal Fotos gemacht. Ja, aber also hochinteressant. Merida kann man durchaus empfehlen. Das ist ein echter Geheimtyp. Ja, und eine richtig schöne, historische, alte Stadt. Ja. Mhm. Also suchen wir die Brücke noch. Das Aquädukt. Muss sein. Oder Römerbrücke. Muss sein. Ja, bleibt nur so lange dabei und dann sind wir fertig. So, und ganz überraschend gibt es auch hier eine Plaza de Roma. Naja, passend, oder? Und da stehen wir jetzt genau an der römischen Brücke. Ja, und die schauen wir uns jetzt auch noch an. Beim Remus und Romulus. Genau. Remulus und Romus. Habe ich es falsch gesagt? Ja. Okay. Korrigiert. Ja, alles klar. Ihr wisst aber, was wir meinen. Oder was ich gemeint habe. Also man ist entweder gut zu Fuß oder gut per Rad oder man fährt mit Bändchen. Ja, das ist auch nochmal eine Alternative. Halt vorher einen Sprachkurs machen, Spanisch. Ja, wahrscheinlich. Also was wir mit Christian sprechen, nur Spanisch und da waren keine Tonträger an Bord. Aber ist egal, also wir haben jetzt die Tour gemacht, haben zwar für mehr Eintritt bezahlt, als wir reingegangen sind. Das meiste sieht man nämlich von außen und das Interessanteste. Und wer die alten Gemäuer mag, das ist ja recht. Für den lohnt sich das einmal alles abzustudieren. Wir sind ja historisch beide sehr interessiert, aber an den alten Steinen ist mehr die Ossi interessiert als ich. Ja, ich finde es einfach faszinierend, was die damals geleistet haben. Die sind ja so fast an die 2000 Jahre alt. Also, das ist über doch, 2000 Jahre alt. Ja, ich weiß ja nicht ganz genau, wann es gebaut wurde, aber auf jeden Fall von den Römern. Und das war so um Christi Geburt rum. Also es ist wirklich
schon sehr alt und ich finde das einfach faszinierend, was die Menschen damals geleistet haben. Ja, und wo der Name herkommt von der Ortschaft, das habe ich ja schon gesagt, das ist ja Augusta, ja, Kaiser Augustus, römische Stadt. Denn die Römer, die römischen Kaiser haben immer gern die Stelle nach ihren Kaiser benannt. Ja. Augsburg, von Augustus, ja. Konstanz von Kaiser Konstantin. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich noch mehr, aber mir fällt jetzt aus dem Stegreif keiner ein. Ja, ist jetzt auch nicht so ist relevant. Das waren also römische Spuren, für alle Römer interessant. Für uns war es auch interessant. Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Und jetzt geht es zurück zum Stellplatz und das wird auch interessant. Ja, und jetzt noch ganz schnell das Aquädukt. Schau mal nach hinten. Wenn man da ganz genau hinschaut, dann kann man sehen, dass das immer noch in Benutzung ist. Allerdings nicht mit Wasser, sondern von den Störchen. Genau. Und die klappern schon ganz anständig. Aber wahrscheinlich hört man das jetzt weniger. Also jetzt gehen wir wieder zum Gustl und dann schauen wir weiter. Jawohl. Schaut mal, sind das eine tolle Orange? Und ich sag's euch, das ist ein Genuss, hier in Spanien Orangen zu essen. Deshalb haben wir uns ja jetzt auch welche gekauft am Straßenrand. Also wir sind jetzt hier irgendwo zwischen Sevilla und Mérida und so am Rande von der Sierra Morena. Und die Orange, die wir jetzt gekauft haben, die müssen wir jetzt natürlich auch gleich probieren. Und auch sehr gerne, denn die sind sehr lecker, so wie wir sie früher mal zu Hause gehabt haben. Und zwei Sack voll, 5 Euro und in jedem Sack waren bestimmt 2,5 Kilo. Hören Sie? Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Säcke waren halt nicht so leicht. Also es lohnt sich schon allein wegen den Orangen nach Spanien zu kommen. Aber Regen gibt es hier auch. Allerdings sind wir jetzt schon wieder etwas nördlich von Sevilla. Und somit ist es auch nicht mehr direkt an der Küste unten. Das Schälen geht übrigens auch viel leichter und die sind so saftig. Ach, freue mich jetzt richtig, dass wir die jetzt gleich essen können. Und die schnappe ich mir jetzt nämlich gleich und... Oh, guck mal, wie das tropft richtig. So saftig sind die. Richtig toll. Ein Genuss. Thank you.
Machen wir die Ursi. Ja, ich muss jetzt erst ein Foto machen. Dann geht's weiter. Kein Weg zu beschwerlich für ein schönes Fotomotiv. Nein, ich laufe sogar durch den Matsch und dann hoffe ich jetzt natürlich auch, dass die Fotos was geworden sind. Und dass du dafür auch ein Lob bekommst. Das ist ja ganz klar. So, wir sind jetzt mittlerweile in Salamanca angekommen, auf 800 Meter Höhe. Mhm. Man spürt es gleich, es ist etwas frischer. Ja, aber in der Sonne geht es immer noch ganz gut. Da in der Sonne meine ich immer, ich bin zu warm angezogen und sobald sie weg ist, dann... Naja, also so schlimm ist es nicht. Also zu warm angezogen sind wir nicht. Nein. Aber mit der Windjacke, das geht und etwas und nicht mehr mit T-Shirts, dann geht es. Mhm. Ja, hier hat es drei kostenlose Stellplätze. Mhm. Einen, an dem man sogar entsorgen und versorgen kann. Das machen wir eventuell morgen. Wir haben den ersten angefahren, der war komplett zu. Ja. Mhm. Auch mit BKWs, den zweiten, da haben wir noch ein Plätzchen erwischt, direkt am Brückenrand. Und unsere Sorge war natürlich, dass wir Fernsehempfang haben, denn der Konflikt in der Ukraine, das ist uns natürlich auch nicht entgangen und wir verfolgen das natürlich auch, weil uns das Ganze auch sehr belastet. Ja, ja, das nimmt uns schon mit und wir sind da so machtlos dagegen, ja. Und wir haben natürlich geschaut, dass wir Fernsehempfang haben und das hatten wir und deswegen bleiben wir da sogar noch eine Nacht stehen. Mhm. Denn nachts war es da ruhig, also tagsüber geht es immer blum, blum, ja, wenn sie über die Brücke drüber fahren, aber nachts ist kaum was los. Also ich glaube, so an so einem Stellplatz haben wir noch nie übernachtet. Ja? Ja, eigentlich nicht unser Ding, aber er ist zentral jetzt hier an der Stadt. Aber ist besser als total nebeneinander, also wir haben Luft neben uns. Ja, ja, genau. Und das Ganze ist nur alles ein, wir zeigen es dann noch, ein richtig unebener Boden, aber wir stehen genau in der Waage. Also. Es geht, kein Problem, zumal wir uns ja eigentlich hier nicht länger aufhalten wollen. Wir schauen uns jetzt einfach das Salamanca an. Genau, und morgen macht der Lidl auf und dann können wir uns ein frisches Brot holen. Das war keine Werbung, wir waren auch schon beim Aldi. Ich sag's euch, dieser Mann, ja, er hat immer Angst, mir verhungern hier in Spanien, nur weil er dieses spanische Brot nicht mag. Leckere Sachen gibt's da, ja? Ja, klar, Lidl-Zeug halt. Sehr gut. Ja, 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 ja. Also, wir fahren jetzt mal in die Ortschaft, ist gut. In die Stadt, 150.000 Einwohner knapp, ja. Ja, also, schon Stadt. Ja. Hola. Hola. Si puede pasar andando mejor, ¿vale? I'm German, I don't understand. Okay, walking. No riding the bike. Okay? Walking. The event. Because of okay, yeah. Only walking. Okay. Also ich schaue jetzt nach, was das geheißen hat. Wir sind ja jetzt gerade in der Demonstration gekommen. Wir wissen aber nicht, für oder was gegen die demonstrieren. Ja, wie hat sich das geschrieben? Und die Ursi fragt mich jetzt, wie das geschrieben wurde. Ich konnte gar nichts lesen. Ja? Da stand doch was mit RSK. Ja, da stand so irgendwas drauf, aber ich habe nur einzelne Buchstaben und Worte gesehen. Also wir müssten mal schauen, dass wir jemanden finden, den wir fragen können, für was da demonstriert wurde. Dann wird man euch das verraten. Ja, also ich kann nichts finden. Es tut uns leid. Wir recherchieren es dann später, weil euch interessiert es sicherlich brennend, für was da demonstriert wurde. Ja, ob für oder gegen. Also, ja, genau. Wir sind der Entgegenlaufer. Also sind wir dafür, oder? Oder dagegen. Wir versuchen Aufklärung. Ja, genau. Also jetzt schauen wir uns das Salamanca einfach an. Ist übrigens keltischen Ursprungs. Nicht römisch, es ist ja ziemlich kalt. Ja, in Merida war es ja römischer Ursprungs
und hier ist keltisch. Und deswegen ist hier kälter. Mhm. Aber die Römer waren auch da, die haben die ja, Sonne mitgebracht. Da war es wärmer. Ja. Also, haben wir schon gesagt, in Merida, an den alten Steinen bin ich nicht so interessiert, aber an Kirchen sehr. Und die Kathedrale hätten wir uns jetzt gerne angeschaut, aber da ist die Schlange so lang, das tun wir uns jetzt nicht an. Nein, also die Spanier sind sehr kunstbefliesen, würde ich sagen, oder? Ja, es ist heute Sonntag. Wir sind halt, also wir haben das Ausflugsziel, die Ausflugsziele sehr ungünstig gewählt. Es ist Fastnachtswochenende und also es ist die Hölle los. Alles sind Spanier, die sind also auch gerne in ihrem Land unterwegs. Und wenn wir fahren da wieder her, aber dann sicherlich unter der Woche. Da ist wahrscheinlich nicht so voll. Aber es ist, also Salamanca, das ist zwar jetzt nichts Herausragendes, die Kathedrale, das sind zwei Kathedralen und zwar ist die neue über die alte gebaut worden. Mhm. Und das hätte mich jetzt eigentlich interessiert, ich hätte es mir gerne angeschaut, aber es sind so viele Leute da. Nee, die Schlange wird immer länger. Ja, und das tun wir uns jetzt nicht an. Seid uns nicht böse, wir kommen wieder, bleibt uns treu, dann kommt er auch da nochmal rein. Ja, oder ihr fahrt einfach selber her und schaut es euch an. Ja, aber ihr könnt daheim bleiben, wir machen das für euch. Ja, wer weiß wann. Nächstes Jahr oder übernächstes. Eben, also. Oder in 3 Jahren. Wenn es interessiert, kommt einfach selber her. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Also es ist der Wahnsinn, was da los ist. Sogar die Ursi ist da. Da kommt sie. Ursi, ist die Hölle los, oder? Ja, ganz schön beeindruckend ist das hier, ja. Das ist der Hauptplatz hier. Und das ist, glaube ich, das Rathaus. Ja.
ist schon einiges los heute hier, ja? Ja. Hier herrscht Leben. Sehr viel Leben. Ja. Also der Traumstellplatz ist es hier nicht, aber wir stehen hier sehr günstig und noch muggeln wir uns einfach in unseren Gustl ein, Ursi, oder? Ja, jetzt wird noch was gekocht. Machen wir uns leckere was zu essen, jo. Und morgen gehen wir noch einkaufen, dann entsorgen wir und dann fahren wir weiter. Ja, so ist der Plan. Deutschland, wir sind auf dem Weg. Aber es dauert noch ein paar Tage. Ja, das ist ja so. Und jetzt geht das Ganze bei uns los. Es ist jetzt kein Problem mehr, nachdem der Spanier weggefahren ist. Also, das wäre sonst kritischer gewesen, aber hätten wir auch geschafft. Mit Ursis Hilfe natürlich nur. Nee, ich denke, wir hätten warten müssen, bis alle Spanier Feierabend haben. Im schlimmsten Fall, ja? Ja. Oh je. Das war jetzt schon ein ziemliches Ereignis heute Morgen. Wir waren total eingekesselt von PKWs und wir wollten ja eigentlich heute weiter oder wollen heute weiterfahren. Und zum Glück ist dieses Womo, was neben uns stand, wollte auch wegfahren. Und so haben wir das mit vereinten Kräften, haben wir es dann rausbekommen. Die Frau hat es gut gemeistert, die da am Steuer saß. Also du kriegst einen riesengroßen Daumen für diese Leistung. Auf jeden Fall waren wir alles eingepackt und ich habe schon befürchtet, wir müssten hier den ganzen Tag stehen, bis alle von der Arbeit nach Hause fahren wollen. So, und jetzt gehen wir einkaufen, gell, Helle? Ja. Und dann fahren wir weiter.
Der Gustl hat es nötig. Jetzt haben wir hier eine Waschanlage gefunden und wir probieren es jetzt mal aus, damit der gröbste Dreck vielleicht weg ist, oder Helle? Und weil wir in Spanien sind, ist alles natürlich ein bisschen anders. Eine Waschbürste gibt es hier nicht, aber ein bisschen können wir uns behelfen und ein wenig sauberer wird das bestimmt. Das war jetzt ziemlich eng heute Morgen. Das war ganz überraschend. Also eng war der Stellplatz immer. Es gibt auch in Salamanca 3 Stellplätze. Wir sind jetzt an dem 3. Der ist nämlich mit Ver- und Entsorgung. Alles kostenlos, wunderschöner Stellplatz. Aber da, wo wir gewesen sind, der war halt wunderbar zum in die Stadt reinfahren. Und wir haben gedacht, da bleiben wir noch die Nacht stehen, dass dann am Morgen die Hölle los ist mit PKWs. Das haben wir natürlich nicht gewusst. Es hat sich da günstig ergeben, dass der Spanier auch weg wollte. So sind wir relativ einfach rausgekommen, sonst wäre es etwas schwieriger gewesen. Und wenn die PKWs noch ein bisschen ungünstiger gestanden wären, dann hätte es sein können, dass wir noch einen ganzen Tag stehen müssen. Aber auch das wäre nicht das große Problem gewesen. Nein. Denn da waren Lebensmittelgeschäfte fußläufig erreichbar. Und das hätten wir auch bewältigt. Ja klar, zumal wir ja keinen Zeitdruck haben. Eben. Also und von daher hätte man halt noch mal den Tag in Salamanca verbracht. Ja. Auf jeden Fall war es das jetzt mit den Besichtigungsvideos und das wird das letzte Besichtigungsvideo von unserer Spanien-Frankreich-Reise sein. Vermutlich werden wir jetzt ziemlich direkt heimfahren und basteln noch ein Fazit unserer Reise zurecht. Und das wird dann das Abschlussvideo sein, Ussi, oder? Ja, vermutlich, ja. Also wenn genau. Nichts Außergewöhnliches passiert, dann war das letzte Reisevideo. Ja, außer vielleicht, dass wir in Frankreich noch eins drehen können. Das kommt jetzt auch ganz drauf an, wie es weitergeht. Jetzt ist Montag und am Donnerstag wollen wir spätestens daheim sein. Und das Ganze wollen wir sehr gemütlich machen. Ja. Also insoweit glaube ich nicht, dass wir noch großartige Stationen machen. Aber wir werden sehen. Eben, genau. Das sehen wir ja dann. Zumindest verabschieden wir uns jetzt erstmal aus Salamanca. Jawohl. Eine Stadt, die wir unbedingt empfehlen können, das ist ein blitzsauberes Städtchen. Also es ist so und so Müllentsorgung, gut, dann nehmen wir mal ein Fazit an der Zustellung. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, so hört es jetzt auch zu lang. Ja, wir danken fürs Zuschauen wieder. Jawohl. Das waren 2 interessante Städte, die wir euch hoffentlich zeigen konnten. Besucht die Städte, es lohnt sich. Auch der Norden Spaniens ist wunderschön und auch die Spanier sind sehr, sehr nette Leute. Ja, also wir haben bis jetzt keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann erst einmal. Jawohl, und sagen einfach jetzt tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Video und bleibt uns treu. Alles klar. Tschüssi. Ciao.